Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an seine geliebte Tochter Luzde Maria 06 August 2016. Geliebte Kinder, mein Volk, mein Segen gilt fortwährend für alle Menschen, meine Hände schenken fortwährend Barmherzigkeit, die von den Bedürftigen empfangen werden möchte, unter Schmerzen kehrt meine Barmherzigkeit wieder zu mir zurück. Es gibt nur wenige, die sie akzeptieren. Die Menschheit verband meine Liebe, und dies hat dazu geführt, dass sich ihre Herzen immer stärker verhärten. Meine Kinder betrachten einander mit Verachtung. Der Kampf der Großmächte hat sich in den Herzen der Bürger festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird mein Volk mit Verachtung betrachtet. Mein Volk, dem jeder meiner Anhänger angehört, der seine Seele erretten möchte. Es kommt der Augenblick des Leibes, den Augenblick, den ich verzögert habe. Unaufhaltsam ereilt er diese Generation, der ihr in allen Erscheinungen meiner Mutter offenbart wurde, wobei die Menschen ihn nicht freiwillig anerkennen. Die Fundamente der Erde werden ein ums andere Mal erschüttert. Das Wasser der Meere wird aus der Erde hervortreten, an die Oberfläche kommen und Städte überfluten. Wie sehr ich immer wieder darauf hinweisen muss. Mein Volk in den verschiedenen geliebten Ländern muss die Offenbarungen meiner Mutter verinnerlichen, die ihm in diesen Zeiten verkündet wurde. Mein geliebtes Volk, ihr tragt meine Liebe nicht in euch noch die Erkenntnis, die ihr haben sollt, ihr tragt keinen Glauben in euch noch seid ihr fromm. Ich werde der sein, der ich sein werde, Mose 3,14, und ich halte meinen Schutz und meine Liebe über denjenigen, der mich leugnet. Die Menschheit feiert und inmitten der Vernachlässigung erscheint der Schatten des Menschen mit einem Herz aus Stein. Ruchlosigkeit lässt nicht auf sich warten, Krankheit und Gewalt machen sich inmitten des Chaos bemerkbar und Länder reagieren gewissenlos. Die Meere wurden von den Mächtigen als ihr Eigentum übernommen und das Wasser wurde durch die ständigen Bombardements von Ländern kontaminiert, die andere einzuschüchtern wollen. Die Menschen haben vergessen, dass das Wasser der Meere in die Tiefen der Erde einsickert und die Kontamination irreparabel ist. Die Erde als Aufenthalts- und Lebensraum für den heutigen Mensch wird von einer gewissenlosen Menschheit wahllos verseucht, die einzig und allein ihr Ziel erreichen möchte. Zu mächtigen Herrschern werden, die diese Welt kontrollieren. Hört auf, das Wasser der Meere zu verschmutzen. Dieses Wasser überflutet die Erde und lässt meine Kinder krank werden. In diesen Zeiten, meine geliebten Kinder, lebt ihr in ständiger Bedrohung. Einige sind sich dessen bewusst, andere, taub und blind gegenüber diesen Verkündigungen. Sie ignorieren sie und haben ihren eigenen Turm zu Babel erbaut, wo sie mich nicht hören können und er bald in sich zusammenstürzen wird. Geliebte Kinder, mein Volk, die Herzen erzittern voll Aufregung, verursacht durch die Propaganda des freien Wettbewerbs, und so wird eure Aufmerksamkeit von der erschreckenden Wahrheit abgelenkt, die euch bevorsteht. Meine Kinder geben sich Neuheiten hin, die sie von mir entfernen. Verwirrung erfasst meine Kinder, die sich von der Erfüllung meines Willens abwenden. Das Böse hat diese zügellose Generation ergriffen, um die Sünden zu offenbaren, die mein heiliges Herz und das unbefleckte Herz meiner Mutter am stärksten beleidigen. Satan erfüllt seinen Auftrag, indem er mein Volk verwirrt, das in Zweifel und Dunkelheit wandelt. Sucht ihr nach der Wahrheit, wendet euch meinem Wort zu, das in der Bibel, in den Geboten, in den Sakramenten verankert ist. Vernachlässigt nicht das Gebet und die Geheimnisse des Rosenkranzes. In diesen schwierigen Zeiten nimmt die Verwirrung zu, wenn die Pharisäer eine falsche Vorstellung des göttlichen Wortes rühmen, um mehr Seelen vom rechten Wege abzubringen. Verfallt nicht einer falschen Religiosität, verinnerlicht die Gebote des göttlichen Hauses. Folgt nicht denen, die nach Ausreden suchen, um unsere Dreifaltigkeit beleidigen zu können. Das Leben nach dem Willen Gottes erfordert eine Abkehr von der Teilnahmslosigkeit hin zu einem erfüllten Leben. Die Halbherzigen werden von meinem Vater verstoßen, AP 3,16. Meine Barmherzigkeit stellt Bedingungen, ohne deren Erfüllung die Barmherzigkeit durch den freien Willen des Menschen unterbunden wird. Die Barmherzigkeit hat das Ziel, meine Kinder zu unterstützen. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, gelangt meine Barmherzigkeit nicht dorthin, wo die Sünde alltäglich herrscht, wo das Leben aus einer ständigen Aneinanderreihung von Beleidigungen besteht und das göttliche Gesetz nach Belieben ignoriert wird. Sie weigern sich, zu erkennen, dass das Leben jedes Einzelnen von euch, das ist, was jeder möchte. Geliebte Kinder, diese Zeiten werden mit zunehmendem Verlauf immer schwieriger. Die Verfolgung meines Volkes
wird ständig in den Nachrichten sein. Dies kommt den Regierenden der Länder entgegen, die das wahre Ziel hinter der Schließung und der Infiltration meiner Gotteshäuser verbergen möchten. Der Mensch mit seiner verdunkelten Seele bitte den Teufel an. Ich rufe euch auf, zu mir zurückzukehren. Satan nutzt das geistliche Chaos des Menschen, um die angekündigte geistliche Verwirrung zu entfachen, um den Mensch gewissenlos zu machen und ihn zu verwirren, um ihm den Glauben zu nehmen, um meine auserwählten Kinder zu vergiften und sie gefangen zu nehmen. Liebt mich, nährt euch von meinem Leib und Blut, empfangt mich in der Eucharistie, nehmt mich in euch auf und verhindert so, dass mich diejenigen beleidigen, die mich vor euch verbergen und mich in satanischen Messen demütigen. Kinder, mein Volk, glaubt nicht, dass die Warnung nicht eintreten wird. Die Erfüllung steht so unmittelbar bevor wie die Sünde. Jeder von euch wird Momente der geistlichen Einsamkeit erleben. Ich werde euch die gewissenhafte Selbsterkenntnis lehren. In dieser Einsamkeit wird jeder erkennen, wer er tatsächlich ist. Das Grauen wird euch gefangen nehmen. Jeder von euch wird das Chaos miterleben. Meine Kinder sollen in sich gehen, ihre Taten und Handlungen reflektieren, um zu versuchen, die göttlichen Gebote zu erfüllen. Sie werden sehen, wie das Feuer der Erde sich nähert, während die Erde von Zeit zu Zeit erschüttert wird. Die Stille wird für viele meiner Seelen zur Geißel werden. O mein Volk, bereite dich vor. Katastrophen werden hereinbrechen, Verfolgungen werden stattfinden. Bislang, unbekannte Krankheiten werden sich ausbreiten. Meine Mutter hat euch einen Schutz vor diesen Krankheiten verliehen, das Öl des heiligen Samariters und andere Mittel als Bekämpfung dessen, was die Wissenschaft nicht zu bekämpfen vermag. Mein Volk, mit fortschreitendem Terror schreite der Hunger voran und mit dem Hunger schreite die Bedrohung des Menschen voran, der sein Leben ausschließlich dem Materiellen widmet. Ich werde mein Volk unterstützen, meine Mutter wird euch an die Hand nehmen. Das Unmögliche ist für den Mensch unmöglich, nicht für mich. Der Krieg wird noch vorbereitet, doch schon bald wird er gnadenlos ausbrechen und der Mensch wird unter den Folgen der missbräuchlich angewandten Wissenschaft leiden. Mein geliebtes Volk, bete für Russland. Der schlafende Riese erwacht und zeigt seine Kraft. Mein geliebtes Volk, bete, was unschuldig erschien, offenbart sein wahres Gesicht, seine blutverschmierten Fänge fördern den Terror. Die Vereinigten Staaten werden ihren eigenen internen Krieg erleben. Mein geliebtes Volk, bete, denn die Menschheit wird die Reichweite des Bösen kennenlernen. Der Mensch ignoriert die Liebe, Brüderlichkeit, Solidarität, ignoriert den Mensch selbst und bringt andere Menschen gnadenlos um. Bete für Brasilien. Mein geliebtes Volk, bete, die Erde erbebt, erhält Risse und ändert ihr Antlitz. Die Natur trifft die Menschheit mit all ihrer Härte. Diese Generation wird Ereignisse erleben, wie sie nie zuvor stattgefunden haben. Mein geliebtes Volk, der Mensch, der fern von mir leben möchte, zieht das Chaos auf sich. Bittet Kinder, betet, die Menschheit lebt in ständiger Angst, der Friede ist unbekannt und Angst beherrscht die Welt. Meine Kinder, ich rufe euch in diesen Zeiten auf, mir in Glauben und Zuversicht zu folgen. Ich segne euch, meine Liebe übertrifft alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ich liebe euch, euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, unser geliebter Herr Jesus Christus fordert uns zu ständiger Wachsamkeit auf. Das Wichtigste für sein Volk ist, die aus seinem Haus stammenden Worte ernst zu nehmen. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, von denen wir wissen, dass sie für unsere geistliche Ebene erforderlich sind, um uns zu versöhnen und mit Gott zu vereinen. Der Mangel an Demut, Mangel an Bewusstsein, dass der Mensch in seinem Handeln begrenzt ist, das Vergessen der Notwendigkeit und Verpflichtung Gott zu suchen, ist für den Mensch der größte Irrsinn, den er je erlebt hat. Uns fehlt die Demut, mit der Zachäus sich seine Fehler eingesteht und sich für den Wandel entschließt. Wir sind wie Zachäus. Christus kommt zu uns, sagt uns direkt, was wir falsch machen und was tun müssen. Er warnt uns vor allen Werken und Taten im Sinne des Bösen, doch trotzdem wandelt der Mensch sich nicht zum Guten.
Christus und unsere Mutter sagen uns immer wieder, dass wir nicht so reagieren, wie wir es sollen, und dass uns die Demut eines wahren Kindes Gottes fehlt. Wir sehen die Bescheidenheit, die von der Menschheit gefordert wird, und die fehlende Bescheidenheit, in der wir leben. Wohin gehen wir? Der Himmel hat es uns bereits verkündet, doch es scheint, als gäbe es keine Besserung, während Christus und unsere Mutter ihren Aufruf zur Umkehr immer wieder aufs Neue bekräftigen. Wohin gehen wir? Jeder hat seine eigene Antwort. Doch Christus schenkt uns die wahre Antwort. Wir befinden uns auf dem Weg ins Verderben. Die Erde wird zerstört und der Mensch beachtet nicht und versteht nicht, dass je stärker er die Erde, die Meere und die Umwelt verschmutzt, desto geringer der Fortbestand der Menschheit ist. Brüder und Schwestern, wir wissen, dass einige Mächte riesige Städten gebaut haben, um sich vor den künftigen Ereignissen zu schützen, doch ist eine Stätte ohne göttlichen Schutz der Verdammnis geweiht. Was für den Mensch als Sicherheit gilt, ist es in den Augen Gottes möglicherweise nicht. So lasst uns zusammenkommen, um in jedem Augenblick in jeder Hinsicht stärker zu werden. So soll die Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten und gegenüber uns selbst wachsen, damit jeder Augenblick einen Schritt hin zum ewigen Leben und hin zur Sicherheit in diesen Zeiten bedeutet, denn es gibt nichts Größeres als Gott und wir sind sein Volk, die Frucht seines Werkes. Gott hat sein Volk nie verlassen, er hat sein Volk gelehrt, sich zu bessern und im göttlichen Sinne zu handeln. Wir unterscheiden uns nicht, wie auch in der Vergangenheit. Uns wurde verkündet, dass wir Leid erfahren werden und wir wissen, dass dieses Leid sehr schwer werden wird, und so wird der Zorn den Geist der Menschen erfüllen, doch Christus ruft uns, mein Volk. Dies ist mein Volk. Diese Worte sollen in unserem Herzen erschallen. Wir sind keine Unbekannten gegenüber Gott, wir sind seine Kinder, und er erwartet uns. Es gibt einen persönlichen Wandel im Leben jedes Menschen, den jeder Einzelne vollziehen muss. Jede gute Handlung führt zum Segen, nicht nur für denjenigen, der sie vollzogen hat, sondern auch für seine Brüder und Schwestern. Lasst uns geduldig sein und begreifen, dass Gott uns liebt und uns bei jedem unserer Schritte begleitet und uns ruft und uns lehrt, auf dass wir wachsen und zu besseren Kindern reifen mögen. Lasst uns einander helfen und in gemeinsamer Eintracht leben. Amen.